wieder ein Hexerauftrag erledigt. Wir sind immer noch Level 12 hier. Ja, hier noch einer. Hier auf der Fährte. Wo soll das sein? Okay, ich spreche mit dem Aufseher. Und da ist auch noch eine Quest. In letzter Zeit regnet es häufig. Ich muss verrückt sein, in diesem Regen rumzulaufen. Da muss eine Wolke geplatzt sein. Na, mit der Hauptquest sollten wir ja dann ein bisschen, besser leveln. Hoffe ich. Was ist eigentlich mit den Fragezeichen? Haben wir Fragezeichen? Wir haben gar keine Fragezeichen hier, ne? Ah, Erkundung. So. So wird ein Schuh draus. Wollte schon sagen. Durch die Fragezeichen leveln wir natürlich auch richtig dolle. Ärger! Aber wir hätten bestimmt schon 3-4 Fragezeichen mitnehmen können. Im Weg. Hier habe ich alles eingesammelt. Aber was will ich jetzt auch nicht? Was nehmen? Hier ist eine Truhe von uns. Einem armen Kerl. Hä? Ja, eine Truhe. Nice. Da können wir mal alles reinpacken hier. Okay. Uiuiui. Sachen, ja. Aber die wiegen ja nicht. Oh, was haben wir denn hier eigentlich? Ah, Succubus-Trophäe und Nebling-Trophäe. Okay, cool. Hatten wir da nicht diese... Achso, ich glaube, das hat er automatisch aus der Truhe rausgeholt, wa? Na gut, schick. Suchst du jemanden, Arschkriecher? Das sind aber auch nicht besonders Hölle, ne? Jemanden zu beleidigen mit dem Amulett ist nicht gerade clever. So viele schöne Sachen. So viel einzusammeln.
looten. Man braucht halt die ganzen Sachen hier, ne? Man muss es halt einsammeln irgendwann. So, war jetzt überall drin, ne? In allen vier. Ich glaube, das gehört hier noch zu irgendeiner Quest oder so. Später. Aber wenigstens haben wir schon mal alles gelootet. Ist doch gut. Gib uns einen Körper! Im Regen kostet's das Doppelte. Hilfe! Im Regen kostet's das Doppelte. Wieder mal Regen. Komm ich da mal rein? Hast du genug? Davon kriege ich doch nie genug. Irgendwelchen Dieben hier die Köpfe einzuschlagen. Bei den Titten einer Mittagserscheinung! Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich! Jeder weiß, auf dem Rücken trägt man einen Köcher und keine Schwerter, Anfänger. Komm näher! Nicht so zurückhalten! Du wirst sehen, dass ich alles habe, was du jemals brauchen könntest. Oh! Seht mal! Du genießt den Respekt der Straße, Hexer. Du bist Chase. So, wo bin ich denn jetzt? So, da war jetzt noch eine Quest. Na, dann machen wir das da noch schnell. Sind ja gleich da. Gucken, was der will. So einen habe ich noch nie gesehen. Auf, zum Kampf! Ach, ernsthaft jetzt? Du schon wieder? Willst du noch mehr? Ledierter Hintern schon verheilt? En garde, sag ich. Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Lass dich warnen und kämpfe gegen mich. Ich bin gewarnt. Nun zeig mal, was du kannst. Komm schon! Mit dir rupf ich noch ein Hintern. Scheiße! Schon gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, aber nächstes Mal. Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Sofort, bevor ich es mir überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder. Oh Mann, ey. Kann ich den hier einfach töten? Der geht ja richtig um, der Typ.
Noch mehr Treibgut aus Temerien. Meine Achseln stinken mir. Hallo, guter Mann. Ob du mir wohl in einer wichtigen Sache helfen könntest? Ach, Mensch. Was willst du? Ich bin Mux. Rostan Mux. Ich brauche deine Hilfe. Okay. In einer ernsten Sache. Na, dann schieß los. Was ist das für eine ernste Angelegenheit? Ich bin geschäftlich hergekommen. Leider wurde ich am anderen Flussufer angegriffen. Da, beim Ende der Brücke. Ich habe dem Penner eine Flasche feinsten Zwergenschnaps auf den Schädel gedroschen. Aber er hat mich trotzdem beklaut. Nun sag schon, was du willst. Fass dich kurz. Der Dieb ist mit meinen Dokumenten weggerannt. Sehr wichtige Dokumente waren das. Du musst sie mir wiederbringen. Das kostet was. Ich arbeite nicht umsonst. Ich weiß. Seit Anbeginn der Zeiten hat wohl noch kein Hexer einen Finger umsonst gerührt. Ich habe noch etwas Geld in meinen Schuhsohlen. Wenn du mir die Dokumente bringst, ist es dein. Gut. Mal sehen, was ich tun kann. Jetzt genau richtig. Jawohl. Das könnte die letzte Chance sein. Wenn das nicht klappt, weiß ich nicht. Schön. Auftrag gekriegt. Wir mögen keine Leute, die hier rumstreuen. Ach nein? Gibt es hier eine Bestie, die jemand loswerden möchte? Ich bin wegen der Nachricht hier. Aufseher Lund hat sie aufgehängt. Ja, die Bestie treibt sich in den Vororten rum, ermordet die Leute. Sie haben Angst, abends rauszugehen. Okay. Ich würde gerne mit dem Aufseher sprechen. Zu schade, dass er keine Bittsteller empfängt. Was macht er denn genau? Er verteilt im Namen des Stadtrats Hilfsgüter. Mehl und Grütze für die Armen. Natürlich macht er das nicht selbst. Dafür hat er seine Männer. Er selbst, beaufsichtigt? Genau. Ich möchte dieses Monster zur Strecke bringen. Dann solltest du dich beeilen. Ein anderer Kerl ist schon hinter ihm her. Wer hat den Auftrag angenommen? Ich habe den Mann nicht gesehen. Hab nur gehört, dass irgendein mutiger Trottel aufgetaucht ist. Gibt es irgendwelche Augenzeugen von diesen Angriffen? Nein, nur Leichen. Die Bestie erscheint nur nachts und wählt Opfer aus, die alleine sind. Wann wurde das letzte Opfer gefunden? Erst letzte Nacht. Hubert, ein Bettler, aber anständig. Ich habe ihn ab und zu im Schuppen übernachten lassen. Dort drüben rechts. Eustachius hat die Leiche noch nicht abgeholt. Sie liegt noch dort, wo ich sie gefunden habe. Okay. Danke. Bis dann. Das sind nicht die Spuren eines Garkins oder Flatterers. Blut, aber kein menschliches. Das Monster wurde verwundet. Alles Blut wurde ausgesaugt. Ein niederer Vampir. Sind deine Arschhaare auch grau? Mich am Arsch. Jo, leg mich am Arsch, Junge. So, bestimmt hier drüben. Niederer Vampir, okay. Wird trotzdem ein schwerer Kampf, glaube ich. Vampire sind nicht einfach.
Vorsicht! Sie ist stark! Lambert. Sollte er sein, oder? Hallo, Lambert. Lambert, ja, Lambert. Verdammt, wie gut dich zu sehen, Wolf. Bist du zum Jagen in Novigrad? Du mochtest die Stadt doch noch nie, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ich habe hier etwas zu erledigen. Ja, cool. Was hast du getrieben? Ging unterwegs alles glatt? Und ob. Ordentlicher Verdienst in Lan Exeter. Da sollte ich einen Riesen jagen, der sich als Waldtroll entpuppte. Außerdem Banditen. Banditen? Die gab es zusammen mit dem Trollfreihaus. Also, ich bin mal ganz kurz auf Klo. Wir machen hier gleich weiter, ja? Was du noch erledigen musst, kann ich dir dabei helfen? Vielleicht. Aber wir reden später darüber. Wir müssen uns die Belohnung holen. Ich hab's eilig. Sagen wir, du hast die Hälfte verdient. Was soll's? Gehen wir. Und? Was sagst du? Wir haben alles Notwendige getan. Jetzt wollen wir unsere Bezahlung sehen. Wartet hier. Ich hole den Aufseher und eure Belohnung. Das machen wir selbst. Kein Grund, den Posten zu verlassen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Geht rein. Wir haben uns um das Monster am Hafen gekümmert. Wir sind wegen der Belohnung hier. Hexer? Seit wann reist ihr zu zweit? Auf einzelne Hexer lauern große Gefahren. Banditen zum Beispiel. Ich rate dir, auf deinen Ton zu achten. Wo ist Yad Karadin? Rede! Wer? Vertrau mir, Geralt. Es ist wichtig. Ich muss etwas herausfinden. Ich kenne keinen Karadin. Nehmt die Münzen und verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wo ist Yad Karadin? Ich frage dich zum letzten Mal. Wache! In den Kerker mit ihnen! Dieser Typ ist mehr Ärger als der Ekima. Karadin ist verschwunden, ich schwöre es. Die anderen auch. Ich weiß nur von Vienne. Was weißt du von Vienne? Sie trinkt im Sieben Katzen. Sie ist Tag und Nacht dort. Siehst du? Du bist doch zu was Nütze. Das war Mord. War das wirklich notwendig? Ja. Bald tauchen noch mehr Wachen auf. Lass uns verschwinden. Wir treffen uns im Sieben Katzen. Dort erzähle ich dir alles. In der Taverne, wo Vienne ist? Ja, bis später.
schon tun die Gelenke weh. Schon tun die Gelenke weh. Der Himmel weint. Illegaler Zwergenschnaps. Nichts stinkt schlimmer. Da ist die Flasche. Hier wurde Mux angegriffen. Hier wird nicht umgehangen.
Ich hassen sie auch, Wattger. Meine Tapferkeit ruht auf drei Säulen. Läufst du gern mit nassen Hosen rum? Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich, hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everreck. Der ist der Auftraggeber. Die Jacke nicht wieder nass werden Langweilig. Läufst du gern mit nassen Hosen rum? Er mit den Dokumenten, Dieb. Ein Dieb? Ich? Ich hab sie ehrlich beim Kartenspiel gewonnen. Das sieht Mux anders. Er sagt, er sei ausgeraubt worden. Er hat verloren. Er wollte die Papiere zurück. Und als ich mich weigerte, schlug er mir eine Flasche über die Rübe. Ich hab's nur knapp überlebt. Du hast schon einmal um sie gespielt. Spielst du nochmal? Du hast doch gerade eine Glückssträhne. Die könnte doch noch weitergehen. Du könntest recht haben. Spielen wir.
gewonnen. Ich bin nicht blind. Nimm die Scheißdinger. Nicht, dass jemand sagt, ich wäre kein ehrlicher Mann. Die Götter wissen, dass ich stets nur gut von dir reden werde. Ist mir kalt. Ich hab dich im Blick, Weißhaar. Ordnung muss sein. Nun? Ich hab den Dieb gefunden, der deine Dokumente genommen hat. Nicht zu glauben. Auf geht's. Du kannst ihn festhalten, während ich mir wiederhole, was mir gehört. Langsam. Der Mann sagt, dass er dich nicht angegriffen hat, sondern dass du beim Kartenspiel verloren hast. Doch, der vorlaute Sack. Tja, Lügen haben kurze Beine und laufen nicht weit, wie meine Tante Rosalie zu sagen pflegte. Die Dokumente gehören meinem Arbeitgeber, die Besitzurkunde eines Stadthauses in Wengerberg. Und wahrhaftig, ich hatte getrunken und habe mich gehen lassen und sie beim Kartenspiel verjubelt. Und dann hast du dem Sieger eins mit einer Flasche übergezogen. Was hätte ich denn machen sollen? Er wollte sie nicht mehr rausrücken. Der Halunk hat eine Waffe gezogen, da bin ich geflüchtet. Aber ohne die Urkunde kann ich mich daheim nicht blicken lassen. Hier, jetzt her mit den Mäusen. Natürlich, ich gebe dir, was ich noch habe. Was anderes käme nicht in Frage. Ah. Verdammt nochmal! Oh. Ah. Wurde auch Zeit. Ah. Baut ihr eure Boote aus Kiefernholz? Natürlich nicht. Meine Frau hat Kiefernholz angeschleppt, damit ich hier eine Wiege baue. Läuft das Bootsgeschäft denn nicht gut? Überhaupt nicht. Es gibt keine Fische.
Ich habe gehört, du bist ein guter Bootsbauer und ein noch besserer Kartenspieler. Willst du spielen? Bin immer bereit für eine Partie.
Nach den Regeln gehört die Karte mir. Ja, so ist es. Ihr Götter, ich glaube, du hättest das Zeug, gegen Hadi anzutreten. Die Leute lachen über ihn, weil er noch jung und nicht gerade klug ist. Aber angeblich hat er es gewagt, den Baron selbst zu besiegen. Müssen ja platzen. Spielst du Gwind? Hadi ist doof, heißt es. Aber das stimmt nicht. Hadi kann kein Feld bestellen und keine Fische fangen. Aber Karten spielen, das kann er. Also, ja, Hadi spielt Gwind. Dann spielen wir. Götter weinen wegen unseres Unglücks.
Hadi hat verloren. Komm vor. Nimm deinen Gewinn. Schwer, das Untier zu erschlagen? Kinder, kommt rein! Du wirst nicht mehr übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Den Humpen in der Hand. Arme Leute. Singt an meinem Grabe. Er starb besoffen, aber als feiner Mann. Und du aber bist Herr, der Hexenmann? Der Mutant? Ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Sei gegrüßt. Etwas zu trinken wäre recht. Zeig mal, was du hast. Angeblich spielst du Karten. Das stimmt. Ich habe einen Aushang gemacht. Die Zeiten sind hart und gute Karten sind oft mehr wert als Gold. Also, spielen wir? Ja.
Ich muss zugeben, dass mein Ross zu hoch war. Tja, Dummheit kann teuer sein. Meine Preiskarte gehört dir. Nicht mehr so über...